So, da geht's weiter. Also, wir nehmen Tripling. Denn das bringt uns natürlich vorne mehr weiter. Die angeschnittenen Schüsse, ja, okay. Aber die kriegen wir auch so hin. Die Nachrichten sind wahrscheinlich nicht so begeistert. Nächstes Mal wäre ich von Everton fast schon mit einem Remis zufrieden. Ich glaube, wir sollten Hunter zurückholen. Okay, was ist da los bei Everton? Hunter, du alte Torbestie. Wie wär's mit ein paar Toren, damit wir siegen können? Na, sagst du was. Ich dachte, Hunter wäre so ein Riesentalent. Habe ich jetzt heute nicht wirklich gesehen. Muss ich ihnen recht geben. Newcastle und Hunter mit einem Unentschieden. Wie ist die Luft da unten, Hunter? Walker, Alter. Soll ich mal hochkommen und sagen, klar kann man auswärts gegen Man City verlieren, aber so ganz mit leeren Händen da zu stehen, das kann Everton trotzdem nicht gefallen. Titelhoffnung von Everton. Ernsthaft? 4-1 haben sie verloren bei Man City. Na gut. Wir machen mal weiter. Mit Standards heute. Die letzte Folge ist so abrupt abgebrochen. Diligence and focus are what make great players and great teams. And so, I ask this of you today. Und da will ich mich nochmal entschuldigen. Wargaming hat mich mit ihrem Update rausgeschmissen. Please, today we will work on our set pieces. Dann machen wir mal ein bisschen Training hier. Freistoßgrundlagen. Fangen wir mal an. Sollte man eigentlich auch hinkriegen, ne? Naja. Schön. Der war schon besser. Nein! Am Pfosten! Verdammt! Oh, der geht, glaube ich, drüber. Nee, der sitzt. Sehr gut. Schönes Ding. Rechts unten. Der könnte drüber gehen. Ja. Ja. Schade. Er hat wieder gesessen, aber ist dadurch an Pfosten gegangen. Fand ich nicht so schön. Der sitzt auf jeden Fall. Komm, wir machen mal hier einen rein. Jawoll. Oh, der ist zu doll. Der ist zu doll. Ah, geht wenigstens noch an die Latte. Naja, 200 Punkte. Aber Note A verdient. Klasse. Jetzt kommt Freistoß für Fortgeschrittene. Na, da bin ich mal gespannt. Und das gegen einen Keeper. Oh, erhalten? Gut, aber wir wollten ja auch... Oh, hier, jetzt haben sie noch eine Mauer hingestellt, die Schweine. Und wir schießen vorbei. Schade. Aber so kann man endlich mal richtig trainieren. Das finde ich ganz gut. Na, da hat er natürlich keine Chance. Und auch hier hätte er alt ausgesehen. Wenn die Mauer hochspringt, erst recht. Ob wir da rundherum spielen können? Komm, wir probieren es mal aus. Zack! Nee, okay. Ja, wir haben es probiert. Jetzt wissen wir Bescheid. Geht nicht. Der sollte sitzen. Ja, er sitzt. Der sollte auch sitzen. Nee, Pfosten. Ah. Immer diese Millimeterarbeit. Oh. Der ist zu doll. Der war eindeutig zu doll. Während der wieder sitzen könnte. Ja, super. Ein Versuch haben wir noch. Den machen wir nochmal hier schön flach. Zack, rein damit. Null Chance für den Keeper. Oh, doch noch eine Chance. An dem Pfosten, wieder mal. Okay, egal, wir haben Note A bekommen und das wirft uns natürlich weiter nach vorne. Sehr gut. Weitschüsse nach oben, Freistoßpräzision und Effi auch. Und wir bleiben bei der Startelf.
Solange wir im Training überzeugen, werden wir auch spielen dürfen. Und heute geht es bei Bristol City. Zweiter gegen 13er, aber jetzt... Heute muss ein Sieg her. Da hilft kein Palaver. Wir sind wieder vorne. Starten von Anfang an. Was macht Williams? Ich finde es nicht schön. Ich würde Williams schon gerne öfters spielen sehen neben uns. So, Hunter, du bekommst die nötige Spielzeit, mon ami. Bis bald. Schön, dass Hunter von Beginn an ran darf. Ich glaube, Williams und er werden davon für Furore sorgen, ne, dass Williams nicht da ist. So, Alexander will sich auswärts gegen Bristol City beweisen. Bin unterwegs ins Stadion. Hoffentlich nehmen wir heute die Punkte mit. Theo Bellman. Ja, Theo, dann schauen wir mal. Da ist das kleine Schmuckkästchen von Bristol City. Ganz herzlich, liebe Zuschauer. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Gleich ist es soweit. Die heutige Begegnung. Bristol City gegen Newcastle United. Na da. Wir versuchen ja heute mal ein bisschen nicht so viel zu sprinten, uns mehr so ein bisschen Puste aufzuheben für die letzten Minuten. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Erstmal schick anbieten. Schauen wir kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. Okay, spielen hinten rum, mach keinen Mist. Sie spielen es heute im er macht genau das, was er nicht machen soll, nämlich Mist. Das ist richtig, ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Sehr guter Einsatz. Und wieder so ein Fehlpass. Leute, was los? Seid ihr nervös? Was ist denn da verkehrt? Der arme Vierte hier unten. Seht ihr den offiziellen Vierten? Steht die ganze Zeit mit der Auswechseltafel rum. Die wird doch bestimmt schwer nach einer Weile. Sie suchen die Lücke. So. Bristol City macht hier eigentlich ganz gut das Spiel. Uiuiuiui. Ja, da kann man sich mal freuen, aber toll war das nicht da hinten. Hat er stark gemacht, aber der Schuss knapp über das Gebälk. So, langer Ball. Wo köpft man das hin? Oh, er verlängert ihn für mich, das hätte ich aber wissen müssen. Na, okay. So, von hinten aufbauen das Spiel. Irgendwie kommt hier nichts so richtig. Jetzt hier unten rum. Jawohl, genau. Jetzt Alexander. Ah, schade. Idee war da. Leider ist der Ball nicht angekommen. Da ist der Ball weg. Der Ball kommt gut. Diame. Und das ist das Tor. Das erste Tor dieser Partie. 1-0 für Newcastle. Sehr gut. In der Wiederholung. Da wollte ich ihm nicht im Weg stehen. Aber er macht das natürlich perfekt. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Das sah sehr einstudiert aus. Buschi. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein. Und dann ein toller. Okay, Buschi hat es Zirkeln genannt. Ich nenne das rein. Hämmern. Jedes Mal dieses schlechte Timing, ey. Das könnte gefährlich werden. Jetzt wird's lustig. Oh Gott, was war das? Schön. Gute Aktion. Sie haben den Ball. Ach. Manu. Anita. Gelungener Pass. Ach, das dauert so lange, diese Wendungen bei ihm. Bei Hunter. Normalerweise müsste er nicht drehen und dann gut ist. Wird's jetzt gefährlich? Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Oh, da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Na, ich dachte, Anita. Er könnte mich da vielleicht lang schicken. Oder wäre ich alleine gewesen. Hätte nicht so viel Sinn gehabt. Jamie Sterry. Die Armee. Die Armee? Das könnte eine Gelegenheit werden. Entschuldigung, der war schlecht. Aber so zu sein. So, wohin mit der Pille? Die Armee. Super durchgesetzt.
Ja, das war nicht so der Brüller. Jungs, ihr müsst mal ein paar anständige Pässe nach vorne bringen. So war das nicht. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Naja, diesen Spruch, der ist doch schon alt. Anita. Genau. Ah! Den Ball holt er sich. Aber das ist jetzt blöd, ich konnte nicht entgegenlaufen. Er ist automatisch geradeaus nach vorne gelaufen. Ich hätte den Ball gerne vorher mitgenommen. Das könnte die Chance werden. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Chance vorbei, da steht keiner. Die Flanke war nix. So, wir haben wieder einen Kopfball. Diesmal verlängern wir auf die Armee, aber leider. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Ja, mit dem schlechten Timing, jetzt sieht nur so auf die Ketten. Jetzt könnte es gefährlich raus werden. Damit. Oh, mit dem Seitfallzieher. Nicht schlecht. Und Halbzeit. Zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht. Aber eine Führung zur Halbzeit, das ist uns wichtig. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Der hat die Armee, das war schon. War super. Und wir sind noch nicht so der Brüller. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Heiden geht raus, TOT kommt rein. Durchgang 2 hat begonnen. TOT. Alex Hunter. Ja, ein bisschen über die Außen spielen. Vielleicht wird das mal was. Klasse. Alter, was ist denn da dein Problem, Mensch? Gut in den Lauf gespielt. Guter Einsatz, er hat den Ball. Er kam passt nicht auf an. Und holt sich immer den schlechte Passansage, jetzt hör mal auf. Spielt den Ball, wenn der Kumpel zurück den Ball da nicht durchkriegt, also wirklich. Jetzt die Flanke. Gut, keine die Flanke, Flanke ist ungefährlich. Und wir spielen jetzt das Ding schnell nach vorne. Komm, jetzt muss mal ein bisschen wieder zurück. Druck gemacht werden, ja. So, zack, Alex und Hunter. Oben rum. Das jetzt genau muss hier mal was gehen. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für jetzt fängt er an, da rumzufummeln. Ich werde nicht mehr. Unterbrechung wird hier gewechselt. Mann. Einwurf jetzt. Kann man auch hingehen und kann den Spieler voll meckern. Das wäre mal toll. Besser ins Spiel kommen, noch liegen sie hin. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Es müsste mal eine zündende Idee kommen. Schöne Flanke. Der Abwehrspieler ist da, Flanke abgefangen. Okay, es gibt Ecke für uns. Der Ball mit Ecken kennen wir uns ja aus. Ecke. Wir haben bisher erst 1 Kilometer und 10 Ballkontakte. Wir lassen uns wieder zurückfallen. Denn der Kopfballspieler sind wir ja nicht. Da geht er dazwischen. Ich hoffe, den kriegt die Abwehr raus. Ja. Super. Haben wir hinten schon mal den Ball geholt. Damit wir wieder nach vorne gehen können. Hier, los, Ball her. Alex Hunter. Ich glaube, das war Williams mit der 42, ne? TOT. Den spielt er steil. Der Ball zu Hunter. Das wird nicht gefährlich. Der Ball war nicht Flanke zu Hunter. War nicht gut genug. Das könnte gefährlich werden. Wir warten in der Mitte. So, hier haben wir eine Einblendung. Zeigt uns die. Was war das? Statistik, Buschi. Da die Gästefans ja jubeln so höhnig. Sehen, dass es hier sehr ausgeglichen zugeht. Na, spielen wir kurz. Okay, es ist sehr gut. Eine da haben wir wenigstens den Ball kontrolliert in den Reihen. An. Die Armee. Jamie Sterry. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Ja, das gibt Einwurf. Substitution for Bristol City. Wollen, müssen sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Da kann okay, er nächster Einwurf. Forward. Der Ball war draußen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor.
Geht weg. Ihr nehmt mir den Ball nicht weg. Jetzt. Der Fuck. Ja. Ich muss auch mal schießen. Ah, ich laufe immer zu weit. Ich muss schießen. Nächster Wechsel. Bei Puste. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer. Jetzt! Hunter, nochmal. Zack. Und auf. Da wird gekämpft. Kein Meter wird hier freigegeben. Preisgegeben, Entschuldigung. Hier wird kein mehr Preis geben. Okay, Einwurf für Pustl. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und damit sind die auf jeden Fall erstmal wieder vorne. Wo war ein Handspiel dabei, Schiri? Ja. Nee. Ach, da brauchst du keine Karte zücken. Spiel kurz! Verdammt! War ein Foul. Da zieht er das Foul und jetzt haben sie kurz vor dem Ende vielleicht ach, noch komm. Eine gute Möglichkeit. Übertreib halt mal ein bisschen. Ganz ehrlich, wie so ein Mist eine gelbe Karte. Ganz ehrlich, ey. Ich denke, wir sind hier in England und nicht in gutes der Bundesliga, wo sie sich noch 5 Minuten auf dem Boden rumwälzen. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Alex Hunter. Na. Ja, was willst du da machen? Wenn der Ball nicht zurückkommt, kannst du auch nicht weiter spielen. 3 Minuten gibt's noch zusätzlich in dieser Partie. Ja, das Ding ist gegessen. Also jedenfalls nach vorne geht hier nicht mehr. Sie müssen wir nur gucken, dass wir hinten dicht machen. Unbedingt. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Ja, da ist Schluss. Das Spiel ist aus. Es bleibt beim 1:0. Sie gewinnen und das hatten wir eigentlich auch so erwartet, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es doch so eng werden würde. Ja, aber das lag am Gegner, die haben alles in dieses Spiel. Ah, Puste City war nicht schlecht, die haben sich da hinten reingestellt, wollten. Allerdings haben wir auch kein Mittel gefunden vorne. Mir gefällt die Rolle als einzelne Spitze auch nicht sonderlich, muss ich ehrlich sagen. Another win chalked up, 3 more points in the bag, I am an happy camper. Team nailed it out there today. Ah, save the sound bites for the reporters, mate. I'm off to celebrate. Who's with me? Ja. Für unsere Leistung war's nicht. Wir müssen im nächsten Spiel deutlich mehr zeigen. Aber das war jetzt noch nicht so der Brüller. Heute geht die lange Reise zum Pokalsieg weiter. Was kann Hunter uns zeigen? Oh, Pokalspiel. Hey, ich mag's, wenn der Terminplan so richtig voll ist. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Hey, Hunter, Everton holt den nächsten Dreier. Die machen sich wirklich. Wir brauchen dich mehr als die. Okay. Sieg, check. Hunter-Trikot, check. Gute Laune, check. Schön, Carl Bohm. Hunter sieht gelb. Ja, das war ja auch total sinnlos. Verdient der Sieg heute, Hunter. Das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Hunter hat immer noch Mühe in der Premier League. Hoffentlich platzt der Knoten bald. Wir spielen nicht in der Premier League, Herr Sheriff Soliman. Also wir jetzt gerade, wir sind noch ausgeliehen. Mensch. Alexander will sich auswärts gegen Southampton. Oh, Southampton. Das wird natürlich sehr, sehr schwer. Everton, magnifik. Schöner Sieg gegen Burnley. 3:1. Sehr gut. Natürlich darf unser Hauptclub nicht verlieren oben. Klare Sache. Wir wollen ja auch mit oben dabei sein dann in der nächsten Saison. So, wir spielen wieder von Anfang an, aber wir sehen schon unsere Formkurve. Geht nach unten der Pfeil. Ah ja, wir müssen eigentlich netzen. Wir müssen netzen jetzt. Und nicht nur das. Wir müssen gut spielen. Vielleicht sind wir auch der Pokal-Hunter.